Okay, liebe Leute, ich fliege heute eine kleine Trainingsrunde mit der Citation Longitude in Innsbruck und ich schaue mir dabei gleich die neue Integration von Navigraph Charts in das G5000 an. Ja, liebe Leute, wir stehen mit unserer Citation Longitude in Innsbruck und ich werde eine kleine Trainingsrunde fliegen. Wir werden in Richtung Westen starten, werden dann aber da oben ein Holding fliegen, das FMS umprogrammieren und hier wieder zurückkommen und einen Visual Approach über den Localizer DME West-Anflug machen. Ich bin im Aircraft und Avionics Update, da gab es auch schon wieder ein paar Änderungen und Fixes für die Citation Longitude. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, über eine App uns im G5000 die Navigraph-Karten anzuschauen und auch eine SIM-Brief-Import zu machen. Das Tool kann direkt über das Navigraph-Hub installiert werden und momentan geht das dann halt für die Longitude im G5000 und auch für die TBM im G3000. Das Ganze wird weiter ausgebaut, da werden weitere Flugzeuge kommen, über Drittanbieter, aber auch hier nativ. Und ich habe sogar gelesen, dass das für einige Flugzeuge dann irgendwann auch auf der Xbox funktionieren soll. Da müssen wir aber erstmal abwarten, bis das dann wirklich da soweit ist, wie das dann funktioniert. Das ist ganz cool. Ja, also das ist gleichzeitig Navigraph-Karten und SIM-Brief-Import. Wer kein Abo hat von Navigraph, der kann das Ganze halt zumindest nutzen, um SIM-Brief zu importieren. Das ist ja schon mal was. Dann rufen wir erstmal die Checkliste auf und machen einen relativ zügigen Cold and Dark Start. Ich habe hier beim Testen schon wieder festgestellt, dass die wieder irgendwelche Variablen schon wieder geändert haben. Man kann jetzt zum Beispiel die Parkbremse momentan gar nicht mit dem normalen Parkbremsenbefehl bedienen. Das ist schon wieder eine B-Variable. Ich weiß nicht warum. Ich kann es echt nicht sagen. Warum ist es für mich langsam auch nicht mal nachvollziehbar mit den ganzen Variablen? Wenn die wenigstens, wie zum Beispiel in anderen Spielen, das machen würden, dass man auch als Third-Party-Entwickler oder wie auch immer, zum Beispiel in den Keybindings dann für sein Flugzeug eine Sektion hinzufügen kann, sodass man seine Variablen irgendwie auf Tassen oder was auch immer belegen kann. Aber das ist, also momentan ist das wird immer schlimmer. Und das Problem ist, dass das eigentlich in meinen Augen den durchschnittlichen Simmer wirklich überfordert, weil der sich einfach nur wundert, warum kann ich jetzt irgendwelche Tasten nicht mehr benutzen für irgendwas und wie und warum. Und nicht jeder Simmer versteht dann immer auch den Unterschied zwischen A-Variablen, L-Variablen, B-Variablen, H-Events und E-Events und K-Events und hast nicht gesehen. Krass. Ja, das ist einfach zu kompliziert. Da muss unbedingt nochmal was gemacht werden. Zumal ja auch Leute auf der Xbox gar keine Möglichkeit haben, irgendwelche externen Programme wie zum Beispiel X&O's zu benutzen. Aber momentan auf dem PC ohne irgendwie X&O's oder Sputnext oder FSU-IPC oder irgendeinem Hilfsprogramm kommt man eigentlich nicht mehr klar, in irgendwelchen hochwertigen Flugzeugen alles über Tasten oder so zu bedienen. Man muss viel zu viel dann mit der Maus machen, wenn man kein externes Programm hat. Das ist echt krass. Wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, ja. Ganz kurz ein bisschen Luft gemacht. So, wir gehen mal ganz schnell ins Weight and Balance. Wir machen wirklich einen Art Trainingsflug. Oh, jetzt habe ich den Fehler. Dammit! Was ist das hier? Ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr im... Nee, ich mach nochmal, ich lad nochmal, ich lad den Sim nochmal neu. Das gefällt mir nicht. Da habe ich Angst, dass es irgendwann nicht hinhaut. Dauert ja im Video nur eine Sekunde. So, Flug neu gestartet. Und ja, das sieht deutlich besser aus. Habe ich jetzt mehr Vertrauen drin, dass wir keine Probleme bekommen im Flug. Wir nehmen 25% Sprit mit. Wir schmeißen alle Leute raus. Es wird wirklich ein Trainingsflug. Ja, nur wir und der Pilot, der Co-Pilot. So, fertig. Und wir machen, wie gesagt, relativ zügig einen Cold and Dark Start und dann schauen wir uns erstmal das Feature an mit den Karten. Aber dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Strom. Auf dem Flugzeug. So, das muss ich jetzt neu aufrufen.
So, weight and balance via Toolbar ist gesetzt. Landing gear handle, verified down. Standby power switch. Eigentlich ein Test, lass mal weg, wir setzen ihn gleich auf on. Dann battery buttons on. ICAS, kurz warten. Passt aber alles. External Power lassen wir weg. Emergency Light Switch. Gearmt. Ich mache gleich Recognition Licht an und ich mache auch gleich Anti-Collision Light an. Dann Synoptics Page. Lass ich mal weg, weil wir uns gleich das Kartenfeature angucken. MFD, ja, lassen wir auch mal. Wir starten die APU. Ganz schnell. Fährt hoch. Und dann schauen wir uns erstmal das neue Navigraph-Feature an. Wie gesagt, das wird installiert über das Navigraph Nav Data Center, so hieß es glaube ich vorher. Jetzt heißt es Navigraph Hub und da ist dann einfach ein neuer Eintrag drin. Und dann wird ein Mod installiert, der direkt von Navigraph auch geschrieben wurde, der dann in der TBM und in der Longitude momentan die Karten- und Simbri-Funktion aktiviert. So, APU läuft, Generator, wir machen mal ganz kurz ein Reset. Passt aber so. Battery Discharge muss off sein. Ah, es passt alles. So. Also, nachdem dann dieser Mod installiert ist, hat man die Möglichkeit, Charts aufzurufen. Jetzt gibt es auf dem PC, ich weiß gar nicht, gibt es das auf der Xbox auch, die Möglichkeit, einen Enhancement-Mod für die Longitude zu installieren und auch für die TBM über den Inhaltsmanager. Der ermöglicht nochmal so ein paar mehr Optionen, was das Splitten von FMS und Screens angeht. Und wenn man zum Beispiel die Karten von Navigraph hier auf der Seite sehen möchte, beziehungsweise hier, dann muss man diesen Enhancement-Mod noch aus dem Inhaltsmanager installieren. Ansonsten hat man die Karten nur in der Mitte. Und beim ersten Mal anklicken der Karten, ja, da kommt dann eigentlich... Okay, brauche ich offensichtlich nicht mehr. Nee, halt. Moment. Eigentlich wollte ich es zeigen. Das war total verkehrt. Zack. So muss ich machen. Und jetzt ist nämlich dieses Panel für hier aktiv. Und ich glaube, hier kann ich es zeigen. Nee. Es ist schon gelinkt. Also beim ersten Mal kommt halt dieser typische Bildschirm, wo wir unser Flugzeug mit dem Navigraph-Account verlinken müssen. Das ist aber easy, weil hier ist ein klickbarer Link drin, der uns dann direkt zur Homepage führt, kurz einloggen und dann fertig. Ja, und dann ist Simbrief automatisch auch mit verlinkt und wir können dann sogar über den Simbrief-Button hier einen Flugplan ziehen. Ja, ich habe jetzt einen drin, ist komplett falsch, aber ich könnte ihn einfach importieren und dann passt das. Momentan ist es bei mir absolut noch möglich, hier auch den Flugplan von der Weltkarte zu übernehmen. So habe ich das gerade jetzt hier im Beispiel gemacht. Passt auch alles. Wer damit noch Probleme hat, der hat vermutlich einfach wieder einen Konflikt mit einem alten Garmin-Mod, direkt auch von Working Title, vermutlich über den Inhaltsmanager. Ich habe bei mir im Inhaltsmanager nur noch die beiden Working Title Garmin-Mods installiert, die vorne direkt das Symbol Microsoft Flight Simulator haben als Bildchen. Es gibt noch zwei weitere Garmin-Mods von Working Title im Inhaltsmanager, die haben vorne so ein buntes Bildchen. Die habe ich deinstalliert. Und da funktioniert bei mir einfach der Import vom Weltkartenflugplan. Das passt. Das Problem habe ich auch in der Transall nicht, ja, dass das nicht funktioniert. Wer damit noch Probleme hat, kann mich ganz kurz auf Discord gerne anschreiben und dann schicke ich ihm ein Screenshot, wie das bei mir aussieht im Inhaltsmanager. Und dann kann er das mal vergleichen und schauen, ob das bei ihm ja genauso aussieht. So, wenn das Kartenfeature aktiviert ist, ja, dann können wir schön hier rumwuseln in den ganzen Karten. So wie wir es teilweise von früher aus Mods schon kennen. Ne? Wir können entsprechend den Airport auswählen, wir können dann Departure-Liste aufrufen, Arrival-Liste, Arrival-Liste, Approach-Liste, so wie sie halt in Navigraph vorhanden ist. Und wir nehmen heute Localizer DME West nachher für den Anflug und werden ein bisschen im Flug auch rumprogrammieren und dann kann man hier schön sich das angucken, man kann auch zoomen. Ja. Wir können bei manchen Karten sogar
die Abschnitte aussuchen, dass zum Beispiel nur der Plan angezeigt wird. Ja, dann wird alles andere so ausgeblendet. Ne, die ganzen anderen Sektionen werden so ausgeblendet. Wir können uns auch nur die Minimums anzeigen lassen oder nur den Header. Das ist total cool. Ne, kann man viel rumspielen mit. Night Mode gibt's auch. Na, super geil. Total easy auch, also braucht man jetzt keinen großen Guide eigentlich für. Erklärt sich alles schön von selbst eigentlich. Ja, und hier kann man auch wieder raufklicken auf diesen Button. Und dann kann man so ein bisschen hin und her schieben. Macht natürlich, wenn wir nicht gezoomt haben, nicht so viel Sinn. Ich weiß gar nicht, können wir... Den Zoom können wir hier, glaube ich, nicht simulieren. Ne? Geht das irgendwie? Naja, Zoom müssen wir hier drehen. Dann kann man schön... Zack, 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 zack. Super easy. Und wie gesagt, wer das auf der Seite haben will, braucht diesen Longitude Enhancement Mod. So, hier will ich aber meine Map haben. Und hier will ich nachher die Navigate-Karte haben. Aber jetzt für den Takeoff möchte ich eigentlich erstmal dann die Synoptic Pages für den Takeoff, für das ja, Hochfahren. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Pre-Flight Page. So. Und wenn man so mehrere Panels hat, kann man hier immer so hin und her schalten, ja, zwischen den einzelnen Panes, also Panels. Aber die Clickspots sind immer so ein bisschen... Ja. Ich schalte jetzt hier oben hin und her, ne? Und dieses Fenster ist hierfür. Ja, kann jetzt hier zoomen. Ist eigentlich alles total intuitiv, finde ich. Ist ein wirklich cooles Flugzeug, die Longitude. Macht mega, mega Spaß. Und im Artikel von Navigraph habe ich gelesen, dass das zumindest für den Honda Jet und den Vision Jet auch kommt. Da werden die Third-Party-Entwickler von den Jets das direkt in ihr Produkt installieren. Oder integrieren, sagen wir es mal so. Ja, das mit den Karten. So, ich würde sagen, wir haben genug erstmal über die Karten gequatscht. Wir machen mal schnell weiter. Performance. Gewicht. So, hat er sich sogar gemerkt, ja. 350 Pfund Crew, Payload Zero, Takeoff, Sync Fuel on Board. Landing geht nachher und jetzt gehen wir auf Takeoff Data. Ich benutze ein Wetter Preset, deshalb ziehe ich mir jetzt nicht das Meta, sondern ich gebe meine Wetter Preset Winddaten ein. Und Temperatur waren, glaube ich, 21. Können wir zur Not aber sogar synken mit unserer... Ja, passt, 21, war richtig. So, Runway, passt auch, passt auch, passt auch. Takeoff Config, Flaps 1, jawohl. Takeoff Data, VR ist 105, passt. Accept Takeoff Speeds. Dann gehe ich hier ganz kurz in die Speedbugs. Die sind alle aktiv. Das lasse ich mir nicht anzeigen. Lass mir auch nicht anzeigen. Dann habe ich nur zwei Bugs, weil ich spiele aus einer herausgezoomten Perspektive und dann kann ich zwei Bugs besser unterscheiden, was was ist. So, das haben wir gemacht. Flugplan hat man gecheckt. Das passt. Ich programmiere mir gleich ein Holding ein, und zwar bei Mokti. Ja, hier werden wir kurz ein Holding fliegen. Das können wir alles so lassen. Und wir nehmen aber hier nur 210 Knoten. Ist effektiver als mit Full Speed da rum zu eiern. Und ich stelle mir, glaube ich, erstmal überall 200 Speed ein, 210. Zack, 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 zack. Wie schneller brauchen wir nicht werden, ist alles erstmal Spritverschwendung sonst. So, und dann oben im Holding haben wir genug Zeit, dann alles für den Approach und die Landung einzuprogrammieren. Also, dass wir so ein Szenario durchspielen, dass wir nach dem Takeoff irgendein Problem haben, in ein Holding fliegen und wieder zurückkehren zum Airport und hier einen Visual Approach machen. So, das haben wir eingestellt. FMS haben wir.
Icas, Landing Elevation, ja, passt erstmal. Split Synoptics, so wie man möchte. PFD auch. Nav Source FMS. Magenta ist gesetzt. Altimeter Set Local. Wir haben einen Luftdruck von 2978. Trims. Wir sind sehr leicht. Wir sind Center of Gravity. Wir sind also im Prinzip eigentlich sehr hecklastig. Stimmt das? Ja, das sieht so aus bei dem Flugzeug, oder? Ja. Ja, gehen wir ein bisschen los ab rein. So. Ich habe hier sogar die Trims reingenommen. Das habe ich aus dem Handbuch dann. Dann können wir mal gucken. Aircraft Center of Gravity sehen wir eigentlich, wenn es hinhaut, hier auf der Page. Hier zwischen. Also zwischen 5.1 und 5.8 eher. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Gehen wir mal 5.1, aber ich glaube, das ist zu viel. Schauen wir mal. Ach so. Ich habe es ja extra reingeschrieben, ja. Reduce by 2, also auf 3.1 zurück. Das hatte ich, glaube ich, im Testen festgestellt, dass das zu viel ist. Ah, wir gehen so auf 3. 3.3, 3.4. So lassen wir es. Starting the engine. Passenger signs. Ist er verkehrt? Passenger signs on. Brauchen wir gar nicht, wir haben keine Passagiere drin. Können wir weglassen. Pushback. Zack. Zack. Pushback start. So, dann starte ich auch mal gleich in Flight Recorder Sky Dolly. Ja, funktioniert jetzt in der Longitude dann auch von allen Pushback-Add-ons das Parkbremse setzen nicht, ne? Weil das wieder, wie gesagt, ein neuer B-Variable-Befehl ist. Also eine neue B-Variable. Oder ein B-Event sind das ja meistens dann. Das sind ja Events. Ja, ist furchtbar, ist wirklich furchtbar. Das ist, manchmal sitzt man, bevor man dann so ein Flugzeug erstmal loskommt, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei Stunden, um die ganzen Variablen sich rauszusuchen und Skripte zu schreiben, damit man das irgendwie über einen Joystick oder Tasten machen kann, ja. Ach, alter Schwede, ey. So, straight Pushback Stop. Parkbremse setzen. Das war ein bisschen zügig, aber ist egal. So, Parkbremse ist gesetzt, Anti-Collision-Licht ist an. Habe ich das ja gar nicht reingenommen? Da ist natürlich Notiz an mich selbst. Anti-Collision-Light. Nee, halt! Das ist ja, das hat ein automatisches Beacon, ich Depp. Ich fliege halt so viel Flugzeuge, komme immer durcheinander, ja. Ich mach mal aus. Das hatten wir schon mal getestet, glaube ich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Mach mal Anti-Collision-Licht aus. Das ist Quatsch. Man geht nämlich jetzt das Beacon automatisch an. So. Engine. Left or right. Vollkommen Butter. Nee, Banane. Nicht Schokolade. Ist egal. So. Open. Run. Start. Wo ist er? Da ist er. Na, geht das Beacon an? Das ist, glaube ich, ganz schwach zu sehen. Aber ich muss das checken. Hier ändert sich auch ständig irgendwas, ja. Er ist an. Ne? Wenn man es dunkel macht, sieht man es schön rot blinken. Ja, ist alles automatisch hier.
Das muss ich mir, glaube ich, in die Checkliste reinschreiben, sonst werde ich mich da jedes Mal wundern. So, Engine 1 läuft. Cover zu, Engine 2. Fährt gut an. Passt. So, Flight Controls. Kurz checken, ob zumindest auch im Flugsimulator alles ordentlich gebunden ist. Der Elevator funktioniert. Ailerons funktionieren. Rudder funktioniert. Auch hier in der Longitude ist inzwischen eigentlich eine Nosewheel-Achse aktiv. Es gibt aber momentan noch keinen Unterschied zwischen Lenken mit der Ruderachse oder Lenken mit der Nosewheel-Steering-Achse. Der Einschlag ist momentan noch absolut gleich, also es ist nicht notwendig. Ich mache es wieder für mich, einfach nur fürs, ja, weil es Spaß macht, ja, und ich steuere jetzt über mein Ruderpedal die Tillerachse im Spiel. So, Flaps. Set for takeoff, flaps 1, speed brakes check, check, flight instrument check, engine instrument check, ice protection brauchen wir nicht, altitude selector, wir setzen die 13.000 Fuß. Kurz in 100er Schritten, so, 13.000 Fuß. Speed Selector ist auf FMS gemanagt, jawohl. Heading Selector set to Runway Heading. Kann man sich schön am Flugplan orientieren, ne? Also einfach dann an dem Magenta-Pfeil ausrichten. Na. So. So, Toga-Button, kurz klicken. Ja, das sind die hier an der Seite. Dann wird der Flight Mode Annunciator und der Flight Director auf Toga Toga gesetzt. Geht er automatisch mit an? Ich muss mal schauen. Ja, der geht dann automatisch mit an. Toga Toga. Passenger Signs, Taxi Light, Transponder. Transponder lassen wir mal auf Auto. Ah, wir setzen uns hier mal irgendeinen Quatsch rein. Zack. So. Taxilicht. Fertig. Und loslegen. Kann man das ausrichten? Headtracking an. Gelber Punkt weg. Kann man nochmal ausrichten. Das passt noch nicht ganz. Doch, jetzt geht's. So. Dann los. Das ist ja auch schön animiert, ne, mit Tiller, wenn man die Achse benutzt. Dann passt das auch. Und... Oh, ich bin wieder weggekommen von der Nosewheel-Tiller-Achse. Jetzt. Ja genau, jetzt bewegt sich das Seitenruder nicht mit. Und jetzt bewegt sich nur der Tiller. Ja, Innsbruck ist immer wieder geil. Macht tierisch Spaß. Gerade die Visual Approaches machen auch Spaß. Die sind nochmal einen Zacken schwerer als die Instrumentenanflüge hier. Finde ich. Die Circled Visual Approaches. Die sind richtig geil. Macht richtig Fetz. So, Pre-Flight Checklist ist jetzt komplett grün. Ja, die Taxi-Checks sind durch. Passt alles. Dann können wir hier das jetzt so einstellen, wie wir es für den Flug brauchen. Ne, Map wollte ich gar nicht. Ich wollte Karte.
Ach, wir lassen das. Wir lassen das mal für einen Takeoff. Bis wir oben im Holding sind, ruhig auf Map. Das ist okay. Können wir hier theoretisch noch Traffic einstellen. Geht das dann auf die große? Jawohl. So. Machen wir es so. Landing Lights on. Anti-Collision Light on. Guck Sicherheitshalber in die Checkliste rein. Speedbrakes, Trims, jawohl. Flaps sind gesetzt, jawohl. Ice Protection brauchen wir nicht. Flight Mode Annunciator haut hin. Synoptic haben wir. Landing Lights, Anti-Collision, Transponder on. Wir haben es auf Autos, sollte alleine angehen. Und ja, Takeoff haben wir auch schon tausendmal gemacht, ne? Wichtig ist, Autos-Throttle-Button, ja, findet sich hier. Auch hier beim Toga-Button und beim Autos-Throttle-Button, hier gehen zwar die normalen In-Game-Key-Events, aber dann geht die Animation nicht mit. Ja, das sind eigentlich auch schon wieder B-Variablen. Das habe ich vorhin schon erwähnt, ne? Es regt mich langsam so ein bisschen auf. Eine mega geile Gegend hier, ja, ist so krass. Und ich finde die Longitude inzwischen richtig, richtig gut, ja. Was die da mit dem Avionics-Update gemacht haben, echt der Hammer. Und die Boeings werden jetzt auch richtig, richtig gut. Hat ja auch nur fast 3 Jahre gedauert, ne? So. Nose Steering wieder off. Ich guck mal schnell, Sky Dolly läuft noch. Jawohl. So. Autosvottel. Ja, ich mache das jetzt mit einem Button. Arm. Ja, dann steht hier auch. Ganz klein, ne? Sieht man nicht. Aber ich weiß halt, dass es da ist. Ja, Takeoff. Ja, im Flight Mode Annunciator auf der linken Seite. Und wenn wir dann nachher hier gestiegen sind, klicken wir den Toga-Button nochmal, zweimal, bis das hier aus dem Toga-Mode dann rausgeht. Ja, sonst bleibt das hier die ganze Zeit im Trust-Hold, im Take-Off-Trust und dann können wir die Speed-Restrictions nicht halten. Ich bin mal gespannt, ob er die 210 Knoten ordentlich erkennt. So, wir geben erstmal ein bisschen Power zum Stabilisieren und wenn wir den Schubhebel komplett nach vorne geschoben haben, dann steht hier im Flight-Mode Annunciator dann Hold. Jetzt, ne? Hold. Trust hold. So, Rotation Speed war 105. Da kommt der Bug. Und Rotate. Am Flight Director ein bisschen ausrichten. Gear up. Ah ja, wir sind so leicht, wir können echt tierisch steigen. Flaps ab. So. Nav an. Binav an. Toga-Button klicken. Speed Mode ist aktiv. Und er hat 200 Knoten drin. Achso, Autopilot noch anschalten. Das war jetzt ein bisschen steil. Das habe ich komplett vergessen. Ja, Autopilot ist auch wichtig, damit der Autopilot noch fliegt. Ne? Hat keiner gesehen. Mann, hat die Bums, ja? Ist das krass. Herrlich, herrlich, herrlich. Kommt die Pressurization überhaupt hinterher? Wir haben eine Kabinenaltitude von 2000 Fuß schon. Naja, das kann nicht sein, oder? Sind wir... Nee. Bin ich gerade echt überfragt. Ich muss mal in die Synoptik reingucken. Weil die steigt halt nicht, die Kabine gerade.
Er ist auch mit dem Speed ziemlich weit runtergegangen beim Climb, ne? Aber das kann die Climb-Speed sein. Jetzt geht er auf die 210 Knoten. Das sah ganz schön gefährlich aus mit 160 Knoten gerade. Lass mal kurz gucken, dass der Autopilot das macht, was er soll. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Cabin Pressure. Differential von 4,7. Vielleicht ist das alles noch nicht so simuliert. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und wir können ja nicht mit einer Cabin Altitude von 2000 Feet schon... Naja doch, wir waren ja bei 1500 noch was Fuß. Hat er auf den ersten paar Metern wahrscheinlich gleich gesetzt. Ich will mal was probieren. Wir setzen mal eine Cabin Altitude von 3000. Okay, es funktioniert. Dann macht er es auch. Also bei... Entscheidend ist eigentlich immer der Differential Pressure. Da ist, glaube ich, aber 7 oder 8 ist so ein Limit irgendwie. Also es ist je nach Flugzeug, ne, wie viel die aushalten. Ja, Unterschied zwischen Innendruck und Außendruck. Weiß ich bei der Longitude gerade nicht, die ist X zu. Und der Differential Pressure sollte eigentlich sinken. Dazu haben wir vermutlich aber zu wenig eingestellt. Ja, aber sinkt. Passt, aber passt, 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 passt. Passt! So, können wir mal ganz kurz die Aussicht genießen. Herrlich, herrlich. Und nachher, der Anflug, der ist auch ziemlich steil. Wir kommen mehr so hier hinten lang. Hier ist ein Wegpunkt. Und hier geht es dann auch erstmal so steil runter. Auf den Localizer. Und dann hier hinten so ein Visual Circled Approach. Macht richtig Spaß. Kann ich wirklich empfehlen, diese Dinger. Das ist unheimlich fetz. Macht man viel zu wenig, ne? Visual Approach. Man fliegt viel zu viel ILS und hast nicht gesehen alles. Ja, es passt. Passt, passt, passt. Das passt auch alles. Wir switchen jetzt hier mal auf Map um. Und hier jetzt... Wir dürfen nicht vergessen, das nachher wieder zurückzustellen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es vergessen werde eigentlich, ne? So. Charts. Jetzt schauen wir uns Localizer DME West nochmal an. So, wir werden über LMM reinkommen. Und dann hier, ne, QDAF. Das ist 11.500 Fuß. Und das ist ein 4,7 Grad Sinkwinkel quasi. ...109,7 ist die Frequenz. Muss noch mal kurz auf die Karte gucken. So, 109,7, jawohl. Nee, wir kommen ja genau aus der anderen Richtung. Ist die falsche Karte? Nee. 109,7 und bei 4,5 können wir circlen oder 4,4. Bei 6,5 müssen wir entscheiden auf 5000 Fuß und hier können wir dann, wenn wir uns entschieden haben, circlen. Und dann schon weiter sinken. Ist hier leider nicht wirklich. Warte mal.
jetzt 5000. Wir müssen hier in der Kurve, glaube ich, auch noch 5000 halten. Das. Ich sehe nichts anderes. Wir gehen mal die MDA ein. Nee, halt, wir müssen ja komplett umprogrammieren. Wir warten erstmal, bis wir am Holding sind. Jetzt dreht er ins Holding ein. Passt alles, ne? Und jetzt kann man Ruhe umprogrammieren. So. Also, Localizer DME West. Wir müssen aber im Flugplan den kompletten Destination Airport ändern. Okay. Und wir fliegen quasi zurück nach LOVI Andor. Und dann Procedures Approach Localizer West Elmen Minimums 5000. Enter. Udaf 65 Log ist der, ja. Ah, hier hat er nochmal als Minimum eingetragen, ne? Und dann passt das. Kurz. Müssen wir noch aktivieren gleich. Ich überlege gerade, ob wir gleich ein Direct to in den zum Dings fliegen. Also entweder über Procedures jetzt das Ding aktivieren eigentlich, ne? Entschuldigung, Approach hat gar nicht. Wir haben gar nicht auf Dings geklickt. Ich depp. Ja. Load. So. Not approved for GPS, jawohl. Es ist auch drin. So. UDAF liegt in die Richtung. Eigentlich kann man aktivieren. Ach, macht das sogar automatisch dann nach UDAF. Das ist okay. So. Und jetzt drehen wir runter auf die 5000 Fuß. Wiener fängt nachher automatisch an zu sinken, wenn er entsprechend der Meinung ist, okay, er ist am Top of the Descent angekommen. Oh, jetzt springt er aber hier. Geschwindigkeit, aber kann man lassen. Er kann jetzt mit der FMS-Geschwindigkeit von 320 fliegen, ist okay für mich. 5000 einstellen weiterhin. Ach, ich bin in 100er Schritten gerade. Zack, einmal klicken. 5000, so. Ne, aber ist mir ehrlich gesagt zu schnell. Das ist alles Spritverschwendung auch, ne? Vor allem, wir haben einen ziemlich steilen Sinkflug. Das heißt, ich stelle auf Automatik, Entschuldigung, auf manuell um und drehe die Geschwindigkeit auf 210 wieder runter. Und ab einem gewissen Punkt mache ich den Autoswortel komplett aus. Weil ich will auch den Throttle von Hand steuern. Alles üben, 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 üben. Boah, ich mach das mit Tasten. Das geht mir hier echt mit dem Mausrad sonst zu sehr auf die Sehne. Und man kann das unten rechts auch immer sehen, was ich einstelle, ne? So, 210. So. Dann hauen wir uns hier in die Mitte, nehme ich dann lieber die Karte rein. Da gibt es dann aber, glaube ich, keinen Overlay auf dem Visual Approach. Aber hier könnte es ein Overlay geben, dass wir hier irgendwann jetzt reinkommen.
kann gerade wieder nicht zoomen. Warum kann ich nicht zoomen? Weil ich hier auf Chart Selection bin. Ja. Wir können dann nur zoomen, wenn wir hier irgendwie auf dieser Seite auch sind. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen so. Oh, es wird unheimlich warm. Sommer wird lustig. So, bis jetzt passt alles super. Er macht alles das, was er soll. Das sieht ganz gut aus. Top of Descent wird angezeigt. Bam, 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 bam. Kabinenattitüde. Bevor wir es vergessen, okay, er fängt auch mit der Cabin Altitude gleich wieder an zu sinken. Also es ist wahrscheinlich, er hat die 2000 Fuß von Anfang an irgendwie gehalten und das reicht für eine Reisehöhe von 13.000 aus. Dann ist es so. Dann ist das so. Ich habe es halt nicht mitbekommen, dass er auf 2000 gestiegen ist überhaupt, aber das war wahrscheinlich direkt dann nach dem Takeoff. Ist er erstmal auf 2000 Fuß Kabinenaltitude gegangen und dann war es das. Es funktioniert jedenfalls alles. Ja, BINAF. Fahrt wird angezeigt. Hält da auch alles. Ja, schön mittig. Restriction erkennt er auch. 11.500. Und ich will zumindest wirklich dann für den Visual Approach komplett konfiguriert sein. Das heißt, wir fangen jetzt gleich an, uns zu konfigurieren. Wir setzen schon mal Flaps 1. Und machen jetzt wieder gemanagte Geschwindigkeit an, wenn wir unter 10.000 Fuß kommen. Ich müsste jetzt das auch schon erkennen, oder? Ich teste mal was. Dass die Flaps ausgefahren sind, müsste erkennen. Er geht auf 200 Knoten, passt erstmal. Ach, wir haben Landing Data nicht eingegeben. Das soll ich auch noch schnell machen. Performance, Landing Data, das passt. Wetter, 2, ist jetzt egal. Flieg eh von Hand. Boom. Temperatur ist 2,1. Luftdruck ist 2,978. Passt. Landing Config, Full, jawohl. Landing Data, VREF 110, VApproach 121. Wäre noch angezeigt. Okay, passt. Jetzt haben wir alles. So, ich setze Flaps 2. Jetzt geht er runter auf 160 Knoten im gemanagten Speed-Modus. Und das geht hier echt steil runter. Das geht auch alles schneller, als man denkt nachher. Ja, das ist wirklich krass. Ich muss mal wirklich die Speed-Brakes ziehen. Sonst kriegen wir das hier wirklich nicht hin. ...4,7 Grad ist auch wirklich extrem. Das ist, glaube ich, schon fast nur noch in London oder so steiler. Flaps voll. Fahrwerk raus. Die Speedbrakes wieder rein. Es sollte jetzt reichen vom Drag. Und ich schalte jetzt Autothrottle aus. Aus, habe ich gesagt, jawohl. Schalte auch den Autopiloten aus. Wir fliegen ab jetzt alles von Hand. Ja, die Empfindlichkeit, muss man aufpassen, ne? Vom
einen neuen Joystick. Ein bisschen dran gewöhnen erstmal. So, 121 ist Power Approach. Bisschen Power rein. Dem E-Anzeige ist 9 Meilen. Bei 6,5 müssen wir uns entscheiden und bei 4 können wir drehen. Bei 4,4. Die Sicht ist gut. Wir werden definitiv fortsetzen. Ich will mal gucken, ob wir auf der anderen Karte uns auch sehen würden. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Aber ich glaube, da zeigt er uns nicht drauf an. Das ist nicht maßstabsgerecht möglicherweise. So, wir erreichen gleich die 5000 Fuß. Da müssen wir erstmal ausleveln. Rein. So, 6,5. 5000 Fuß. Continue. Bisschen mehr Power rein. Ich bin der Meinung, wir dürfen noch nicht weiter sinken, aber die Karte ist für mich, glaube ich, auch ein bisschen undurchsichtig. So, bei 4,4 können wir dann drehen. Ja, wir müssen 5000 halten, wenn ich nach rechts gucke. Ich mache mal jetzt wieder Headtracking an. Ja, wir bleiben mal auf 5000, schön, ne? So, 4,6 haben wir erreicht. DME. 4,5. Drehen. Ich mache jetzt mal den Flight Director aus, jetzt verwirrt er mich nur, weil er das auf dem Localizer noch eingestellt. Und ich orientiere mich am Flight Path Vector. Wir sind sogar wieder 200 Fuß gestiegen. Ja, das, was Spaß macht, ey, von Hand fliegen. Und Throttle auch manuell. Also ich kenne die Karte, ich habe schon zwei Testflüge gemacht. Ne? Wir werden ungefähr bei einem Kurs von 290 Grad erreicht haben, dann geradeaus weiterfliegen in Richtung Runway Centerline. Alles schön zu sehen. Aber langsam anfangen zu sinken. Da kann man nämlich schön mit Synthetic Vision und Synthetic. Mein Gott! Mit Synthetic Vision und dem Flight Path Marker so richtig schön auf die Runway zielen, beziehungsweise kurz davor. Wind kommt sehr gut, der kommt fast von vorne. So, und sinken, 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 sinken. Also ungefähr 290 Grad. Jetzt dürfen wir uns da unten vom Localizer nicht irgendwie irritieren lassen. Man könnte auch jetzt einen OBS-Kurs setzen, aber das ist halt alleine alles so schwer. Ja, wenn wir jetzt zu zweit wären, könnte jemand so eine grafische Verlängerung der Centerline einprogrammieren. Es ist aber kein zweiter da.
Wind kommt ein bisschen von rechts noch ein bisschen. Nee, von links kommt er, der schiebt mich nach rechts. So, Laps sind ausgefahren voll, Gear ist down. Landelicht hat man nicht ausgemacht, passt. Pressurization passt auch. Wir uns konzentrieren auf die Landung. Es ist natürlich unheimlich klein da am PFD alles, ja, aber ich erkenne das. Zumindest die Runway erkenne ich am PFD und auch den Flightfahrtmarker. Und wir können langsam schon auf, was waren nochmal, wie Ref 109, glaube ich. Das ist schwer zu erkennen, aber kann sein. Wir gehen mal ein bisschen auf wie Ref runter. Ganz leicht Power aus. Ich glaube, ich sehe zwei weiß, zwei rot, das ist immer ganz gut. Sinkrate passt zur Geschwindigkeit. Ein weiß, drei rot. Mal noch gelten lassen. Ein bisschen zu langsam, muss Minimum Power eingeben. Ja, wir werden ganz schön langsam. Zum Power rein. So. Ja, wir sind müh tief reingekommen, aber visuell oder es sah trotzdem gut aus. Umkehrschub. Umkehrschub idle. Fertig. Speedbrakes sind rausgekommen, hat gepasst. Gehen auch wieder rein. Mega geil. Es macht sau Spaß. Es macht einfach sau Spaß. Das ist das, was entscheidend ist, ne? Klein wenig bremsen. Ah, es war zu viel. Vielleicht komplett den Schwung verloren. Laps ab. Herrlich. Ich mache mal Nosefeed-Steering wieder an. Ui! Da fehlt der zweite Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob die Longitude für Single Pilot Operation zugelassen ist. Ich wollte schon fast sagen, ja. Dann hätte man erstmal angehalten und gebremst, ne? Und dann erstmal alles geschaltet. Wahrscheinlich. Aber es ist echt natürlich auch wesentlich einfacher, ne? Mit der Hand hochzugreifen. Hier muss man immer noch gleichzeitig umgucken und so.
Ja, ich bin voll zufrieden. Das könnte ich den ganzen Tag machen hier in Innsbruck. Eine Runde nach der anderen drehen. Ja, falls ihr das irgendwie nachspielt oder so, denkt dran, ich bin in der Beta vom nächsten Aircraft und Avionics Update schon wieder drin. Das heißt, es kann sein, dass hier schon wieder Sachen anders sind, ne? Also bei euch möglicherweise funktioniert das mit der Parkbremse alles noch. Das ist, glaube ich, wieder erst jetzt mit dem zweiten Aircraft und Avionics Update hier in der Beta reingekommen. Ansonsten waren es eigentlich fast nur Bugfixes. Also viel Neues kommt jetzt in einem Aircraft und Avionics Update für die Longitude nicht. Das sind hauptsächlich Bugfixes oder ganz, ganz kleine Änderungen, die man eigentlich als durchschnittlicher Spieler kaum merkt. Oh, der wollte uns, glaube ich, da drüben haben. Na, ist egal. So. Now's your steering off. Ja, liebe Leute, das soll es dann erstmal gewesen sein. Es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Und diese neue Integration der Nabirev-Karten und des Simbrief-Imports in die Longitude und die TBM, die sind erst der Anfang. Ich finde es natürlich mega, mega cool, weil das trägt schon deutlich mit zur Immersion bei, wenn man die Karten direkt im Flugzeug sehen kann. Das ist einfach, ja, mega cool. Und wir müssen mal schauen. Navigraph fängt jetzt an, wie gesagt, eigene Mods zu schreiben für den Flugsimulator. Und vielleicht sehen wir dann auch von Navigraph direkt irgendwann Simbrief-Import für zum Beispiel die Boeings und Airbus und alles, wo es jetzt quasi rausgefallen ist. Für die CJ4 kommt es definitiv auch, habe ich auch schon gelesen. Am Ende dann, wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle und ich kann euch noch wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt er zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten austauschen, rumchatten, unsere Voice-Kanäle nutzen, am Community-Flug teilnehmen oder vielleicht sogar einen Mitspieler für euren eigenen Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.